Räumen wir den Kommerz aus dem Weg, der am wenigsten gelesene Schriftsteller Europas. Er schreibt im Schatten, verborgen vor den Blicken der Welt. Somit, mich zu lesen, ist ein sehr, sehr exklusiver Club. Kindergefängnis, eine Anthologie von Corinna Griesbach. Eine Sammlung aus atmosphärischen, gruseligen und teilweise mysteriösen Kurzgeschichten rund um Lost Places. Auf Seite 221 mit meiner Story Der Unverbesserliche. Ein Hallerbuch, käuflich überall dort, wo man angeblich Bücher kauft. Und nun weiter mit unserem Video. Hallo und willkommen zu einer weiteren Episode meines Ausflugs in die Welt von Corto Maltese. Und wir sind gerade inmitten des vierten Bandes oder Sammelbandes mit dem Titel Die Kelten. Wie schon zuletzt erzählt, war dies eine Phase in Hugo Bratts Schaffen, wo die Geschichten etwas kürzer waren, so dass er nach einigen Monaten auch immer einen Abschluss finden konnte zu einer Story. Die Geschichten erschienen im PIF-Magazin in Frankreich. Und für seine europäischen Abenteuer kamen da insgesamt 5 Stories zusammen. Und heute möchte ich mir die zweite davon anschauen, mit dem Titel Unter der goldenen Flagge. Und dies wird eine waschechte Kriegsgeschichte sein aus dem Ersten Weltkrieg. Und das ist eine sehr spannende und sehr interessante Geschichte, zumal sich uns, den Lesern, erstmal nicht so recht offenbart, was das alles eigentlich soll. Da ist auf jeden Fall irgendein Vorgang, irgendetwas im Gange zwischen den Österreichern und den britischen und schottischen und französischen Streitkräften, die hier irgendwo im norditalienischen Gebiet verschanzt sind. Aber es gibt ja dieses Aufklärungszeppelin hier und es zeigt sich schon bald, dass der Offizier, der dieses Luftschiff fährt, dass der ein Überläufer ist. Und es dauert erstmal eine ganze Weile, bis das in den österreichischen Schützengräben so entsprechend verstanden wird. Und da geht es um irgendeine Geschichte. Und es geht um Gold, es geht um einen Schatz, der transportiert werden muss. Und das ist super spannend, weil das ja eigentlich wie so eine Heist-Geschichte ist. Also Heist-Geschichten oder Heist-Filme sind ja Filme, wo irgendeine Gruppe aus Menschen von mir aus in ein Gebäude irgendwo einbricht, in ein Hochhaus und dort irgendwo einen Safe knackt oder irgendein Vermögen, irgendwelche Schließfächer da irgendwo einbricht und sie entwendet. Und das ist so eine Art von Geschichte, aber eben die Umgebung ist mal was ganz anderes, nämlich in diesem Frontabschnitt zwischen verfeindeten Ländern, zwischen diesen Schützengräben. Und das ist super spannend. Das Interessante ist aber auch, dass man sich hier total einliest. Und nach einer Weile merkt man, dass das eine Geschichte ist, wo offensichtlich Corto Maltese vielleicht gar nicht vorkommt. Hier haben wir eine Begegnung mit einer weiteren historischen Gestalt, nämlich Ernest Hemingway, der im Ersten Weltkrieg tatsächlich beim Roten Kreuz war. Hugo Pratt nennt ihn hier Ernest Way, wobei ich nicht weiß, ob das ein echter Spitzname damals von Hemingway war, was Hugo Pratt vielleicht in irgendeiner Biografie rausgelesen hatte
oder ob das eine Verschlüsselung durch Pratt ist, weil Hemingway zum Zeitpunkt der Entstehung dieser Geschichte erst 13 Jahre tot war und da vielleicht die Namensrechte ein Thema waren. Aber das ist mir nicht ganz klar. Und dann hier plötzlich in diesem Zelt taucht Corto Maltese auf. Er ist natürlich an dieser ganzen Heist-Geschichte äußerst beteiligt. Genau genommen ist das etwas, was komplett auf seinen Mist gewachsen ist. Also er ist derjenige, der eigentlich die ganze Operation organisiert hat. Und querbeet all diese Offiziere, die italienischen, die schottischen, die britischen, die Amerikaner, sie alle machen mit, weil sie alle ein Stück von dem Kuchen wollen. Hugo Pratt war sehr darin erfahren, Militariker zu zeichnen. Bevor er mit Corto Maltese anfing, gab es einige Geschichten von ihm, die sich auf die eine oder andere Art und Weise mit insbesondere dem Zweiten Weltkrieg beschäftigten. Und dann ist die Geschichte zu Ende. Ich verrate auch gar nicht so genau, wie es ausgeht und aufgelöst wird, denn das ist auf jeden Fall etwas, was du dann eines Tages vielleicht selbst lesen möchtest. Du musst das nicht alles verraten. Und wir enden natürlich mit mehr, wie so oft. Und das war's dann erstmal. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn es um Konzert für Harfe und Nitroglycerin in O-Moll geht. Diese Wortspiele machen deutlich, dass es nach Irland gehen wird. Bis dann.